Welch ein Glamour! Die Dörfel, wie der Boulevard sie respektvoll nennt, hat ihr Heim zur Weihnachtszeit verwandelt. In ein Schlaraffenland für Menschen, die das Besondere zu schätzen wissen. Sie zählt längst zur Liga der Grande Dame des deutschen Films. Und auch wir spüren sofort, was die Branche an ihr so schätzt. Ihr Gefühl für die rechte Atmosphäre, ihre Liebe zur Perfektion, ihren Sinn fürs Detail. Ein Leben im Rampenlicht, als singender Kinderstar, als reife Schauspielerin. Heute brilliert die charmante Purkersdorferin in der Rolle der zauberhaften Gastgeberin. Ein Plausch, gespickt mit Anekdoten. Ein Leben auf der Suche nach dem Glück. Mit drei Männern stand sie fünfmal vorm Altar. Doch nur beim Namen Peter Pudel schwingt immer noch ein wenig Sehnsucht mit. Mit guter Laune für eine ernste Sache. Auf dem Weihnachtsmarkt sammelt Trixi Dörfel persönlich für ihr eigenes Charity-Projekt. Mit dem World Waschbär Fun kämpft sie für eine bedrohte Tierart. Gerne folgen wir der Dörfelschen Einladung zum Waschbär-Watching. Bei der Führung durchs neu errichtete Reservat des WWF wird sie durchaus von einem gewissen Stolz erfasst. Diese altbekannte Mischung aus Nervosität, Lampenfieber und Vorfreude. Trixi Dörfel ist auf dem Weg zum weihnachtlichen Gegenbesuch bei Stefanie Hertel. Ein aufregendes Schmankerl. Hallo, das ist aber schön, dass wir uns hier begegnen. Danke. Es steht etwas Feierliches an. Nach über 40 Jahren in Studios und an Filmsets kehrt sie erstmals als Sängerin auf die große Showbühne zurück.